Wir cruisen hier durch. Gut, das Match gegen Commander Aziz, darüber reden wir einfach nicht mehr. Es ist das Match, das nicht genannt werden darf. So, wir haben ein Extreme Rules Match gegen Brutus Creed. So, hier müssen wir jetzt aber mit Cena mal wieder ran. Der Gute muss gelevelt werden. Warum sage ich immer gelevelt? Es heißt doch einfach nur, der muss evolutioniert werden. Warum sage ich gelevelt? Weiß ich nicht. So, Brutus. Extreme Rules. Pin oder Aufgabe? Ey, alle Schläge ins Leere. Habt ihr das gesehen? Drei Stück. Ich spring. Oh, verdammt nochmal. Ah. Ich habe meine Probleme. Ah, ich komme schon wieder hier. Oh. Wollen wir uns mal irgendwie drauf einigen? Was tut er? Was haben die nur alle mit den Treppen? Hey, sag mal, wenn du sie reinbringst, hab ich die Yacht, ne? Wieder ins Leere? Ey, ich bin angepisst. Gibt sie mal eine vor den Helm? Ja, das wollen wir. Now's the time for a superstar to get inventive, to get creative when it comes to inflicting damage on their opponents. He's looking a little off balance. Face Buster plants him. Constant pressure being put on by Cena. Hey, Laketti Karma, grüß dich. Welches Game das ist? Das ist WWE 2K23. Producing a trampling. Tja, jetzt mal ordentlich jeder auf Mappe hier. Namen Christian, du Purzelbaumschläger. Hemi, du alte Naschkatze. Grüß dich. So auf, ich nehme mir hier nochmal die Treppe in die Hand. Kannst du mit deinem Stöckchen hier ruhig reinkommen? Ich halte die mal fest in der Zeit. Zack. Aber jetzt geht's mir auf den Sack hier. Weg damit. Schlag. Schlag. Oh. Ah. Verdammt! Danke für den Follow, Buster. Danke dir. Komm rein hier. Stücke Mist. Okay, Karma. Okay. Was kommt? Er geht durch. Ich habe Hoffnung. So viel dazu. Jetzt reicht's mir. Den Mama frisch hier. Olli, grüß dich. Hab mir das Game doch dann auch geholt. Und meine Fresse, habe ich eine Sülze gezogen. Oh Gott, hast du dir etwa Packs gegönnt? Tu das nicht. Also eigentlich müssen wir die Scheiße nur noch zu Ende bringen hier.
Das tut weh. Konnte man das Ding nicht auch in die Ecke? Nee, konnte man nicht, ne? Nee. Also auf den Tropf werfen geht immer noch. Haha, das macht Laune. Sauber. Das ging dann schön flott jetzt doch. Olli, hast du dir schon guten Tag gesagt? Ja, egal, und wenn, dann doppelt hält besser. Doppelt hält besser. Hat er gewuppt. Es war doch wieder was mit Mädels, ne? Dann sage ich auch zweimal guten Abend allerseits. Sehr gut, Olli. Olli passt sich an. Ach nee, das Iron Man Match, genau. Habe ich jetzt ihn hier gehabt, hier mit Pin befreien? Nee, das waren ja halt... Ach, hier wegen Torso. Okay, Torso. Wenn das klappt wie beim Vorgänger, dass wenn da ein Iron Man Match quasi ist hier, du hast dann quasi Pin gemacht, hast dann wieder ein Torso angegriffen, dann ist er nämlich wieder orange geworden, deshalb konntest du wieder schnell rot machen. Und ich hoffe, das ist noch so, weil dann sind das nämlich die Matches, die du brauchst für die Evolution-Karten. Aber wir werden sehen, ob es funktioniert. Wir werden es jetzt rausfinden. Nicht direkt, ne, aber... Die Starter-Packs, bis auf Bianca nur Schmutz. Naja, Starter-Packs, da darf man eh nichts erwarten, ne? Wie ist deine Meinung zu dem Spiel? Also, ich sag mal, Olli, ich habe jetzt halt noch nicht viel gesehen, ne? Und um ganz ehrlich zu sein, dieser My-Faction-Modus ist wirklich ziemlich genau wie letztes Jahr. Da ist jetzt wirklich keine große Sache. Es gibt viel mehr zu spielen. Das ist, denke ich mal, die größte Neuerung. Und ja, Showcase habe ich mir halt noch nicht angeguckt. GM-Modus, wo alle so fasziniert sind, habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ist quasi noch viel zu sehen. Oh Gott, wie liest man denn deinen Namen? Claymidian GmbH. Oh, ich krieg Braun hier nicht gepackt, ne? Ah, wie Gegner verschieben geht, da könnte mir vielleicht mal einer von euch auf die Sprünge helfen. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ich habe mit den Schultertasten versucht, L2 und R2 gedrückt halt, ne? Hat er aber nicht gemacht. Ich krieg's hier gerade voll besorgt hier. Das ist eine Geschlechtskrankheit. Ach so, Chlamydien. Ey, das ist so, wenn man halt so die ganzen Namen hier liest, ne? Chlamydien. Ach, herrlich. Und nebenbei verkacke ich auch schön den Fight hier, aber ist mir egal. Bam! Vogel! Mann! Oh, wie das, ich hasse diese ins leere Griffe. Oh. Spielst du die anderen Spielmodi auch noch? Also nicht unbedingt heute, sondern so allgemein. Bin mir nur unsicher, ob ich es mir holen soll. Bin gerade bei Last of Us 1 dran. Ja, dann spiel das definitiv auch weiter erstmal, würde ich sagen. Sonst geht's dir wie mir und du fängst zu viel Sachen gleichzeitig an. Oi! Oi! Also ich will die anderen Modis, na klar, auch nochmal mir angucken. Und Doktor, vielen lieben Dank für den Sub. 9 Monate, oh Gott, es ist soweit, Doktor. Oh, der macht keine Viereckattacken, ne? Weil ich drücke immer beim Kontern eigentlich ziemlich auf Viereck.
Oh, Also Braun geht mir richtig auf den Sack. Ich werde jetzt hier langsam ein bisschen aggressiv. Wollen wir es mal so sagen, wie es ist? Dummes Arschloch. Hier, zwischen die Beine den Vogel. Sei benommen. Oh, 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 oh. Ja, wie geht das verschieben? Oh Gott, mein Bein, mein Bein, mein Bein, mein Bein. Oh, wie es alles nicht klappt. Wieder daneben gekippt. Ja, scheiße. Oh. Wie geht das verschieben? Oder war es einfach nur R2 gedrückt halten? Kann natürlich auch sein. So, Braun, jetzt ist hier langsam mal gut. Oh, das geht ja, damit hat er wieder einen Freigriff. Es ist sowas von zum Kotzen. Jawohl. So, der Torso ist rot. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich hoffe, der Pin geht jetzt durch. Ach, schade, weil ich will das eigentlich wegen dem Orange wissen. Don't you know, pump it up. Ja, was hast du, Vogel? Der Showcase-Modus und Cena ist cool, deshalb cool diesmal, vor allem weil man immer deine Gegner spielt und nicht Cena. Oh Mann, Hemi, warum dieser Spoiler? Ich wusste das nicht. Ich fange immer viele Sachen gleichzeitig an, das ist auch mein Problem, da muss ich mal ein Spiel auch richtig fesseln, damit ich dranbleibe. Woran liegt das? Oh, ich wollte gerade zum Finisher ansetzen. Bam! Boom! He's not gonna be able to pull this off, is he? Oh. Is he? Yeah! Power bomb! Oh, der sieht gut aus. Es ist soweit. Warte mal, ich stehe aber ein bisschen blöd. Nee, das sollte klar gehen. Sorry, dachte, du wusstest das. Nee, wusste ich nicht. Ha, mutig, mutig, Christian. Oh, der ist sogar durchgegangen. Auf das Näschen. Ah, gucke, der Körper ist orange. Ihr seht's nicht. Ich meine, meine Visage ist davor. Was war das denn gerade? Oh. Verdammt! Hat er sein Signature durchgekriegt? Nein! Hab ich ein Glück! Hahaha! Na, komm rein! Roxy ist wieder zu Hause, OP super gelaufen. Im Mai kommt Auge Nummer 2. Oh, das ist so toll. Das ist so toll. Eine Sorge weniger, war Doktor. Find's krass, dass man die Subs nicht abbrechen kann.
Schläge ins Leere. Das ist immer so richtig undankbar. Jetzt trainiert sie hier. Sind auf dem Discord nur PlayStation-Spieler? Wie kommst du auf diese Frage, wenn ich fragen darf? Weil ich auf Xbox spiele. Also das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ahahaha. Oh, da ist er wieder durchgezündelt. Na, da oben ihn durchgekriegt. Tussau! Auf jeden Fall haben wir schon das dritte Mal ein Torso rot gemacht. Alles wichtig, Leute, alles wichtig. Zack! Jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Ach, ist ein bisschen im Arsch, ne? Geronimo! Das war ein schönes Ding. Autschen. Oh oh. Ah, habe ich nicht geklappt. Habe ich nicht hingekriegt. Das wird nix. Oh. Oh, das ist aber eine lange Nachricht. Oh Mann, oh. Oh my God. Overhand right land. Oh, look at this. Shane ist Ding. Inside out. Cena. Altitude adjustment. This one has to be over. Ja, dann willkommen auf dem Discord, ne? John Cena with a rough blow there and it's another attack above the shoulders. Got to protect that region or the lights can go out. Habt ihr das gesehen, diese ganzen Griffe ins Leere, weil er keine Kollision gefunden hat in diesem Moment? Das ist richtiger Rotz und das geht mir langsam richtig auf den Sack, bin ich ehrlich. Er gekontert. Ah, schade, Torso ist aber nicht rot geworden. Wo wir dabei sind, ich habe gestern bei Müller meine erste PlayStation 5 in freier Wildbahn gesehen. Oh, das ist krass. Ich habe tatsächlich noch keine gesehen. Just tremendous raw power from Braun.
Cena's in trouble. How? How? Kicking out at one after that is unheard of. And Breaker having to reckon with the fact that his best seemingly wasn't good enough. Able to reverse that one. Oh, look at this. Neck lock into it. What a suplex. And Braun being hammered. Wollte er jetzt gerade wegrennen? Breaker's momentum just sapped out of him. I'm not sure how much he has left. Deadlift, gut-wrench suplex. Oh, Leute, wir haben die Aufgabe erfüllt. Mit dem Torso. Ich glaube, jetzt müssen wir noch übelst viel Grab-Angriffe machen bei dem. Und dann ist der Weg zu Saphir John Cena auch nicht mehr weit. War so klar, ne? Na, schaffen wir den Attitude Adjustment hier noch? Ja, sieht gut aus. Ich habe gestern die PlayStation 5 bei mir bei EP bei mir in der Nähe gesehen. Was ist EP? Elektropraktika? Oder was ist damit gemeint? Bei euch bei Müller sind 10 PlayStation, okay. Ach, haben wir geschafft. Und damit haben wir diesen Turm abgeschlossen, Leute. Das dürfen wir auch mal nicht verachten, ne? Haben wir echt den Turm gepackt? Weiß war nicht. Was gab's da? Ich glaube ein Pack, ne? Turmherausforderung für Braun Breaker, ein Cosmetic Pack. Okay, das nehmen wir natürlich sehr gerne. Da steht ja auch da, ne? Hier gab's das Pack, okay. Riskante Manöver. Wir gucken mal rein. Was erwartet uns denn? Ein Triple Threat Match, okay. Ein TLC Tag Match. Oh, das ist. Da geht. Hier geht jetzt schon wieder die Scheiße los. Hier geht jetzt schon wieder die Scheiße los. Ein Fatal 4-Way Ladder. Oh Gott. False Count Anywhere und Hell in a Cell Triple Threat. Alter, hier haben sie sich jetzt aber bei dem Turm haben sie sich aber richtig was einfallen lassen jetzt, oder? Meine Fresse. Oh, du meine Fresse. Oh, alles fürs Sammlerlevel, sehr gut. Nehmen wir mit. Für Karten fehlen noch 14. Also man merkt auch gerade bei dem Sammlerlevel und überall, es ist irgendwie, überleg mal, 180 Karten sammeln für eine Saphir-Karte. Also das ist, wie viele Karten habe ich denn? Steht das hier irgendwo? Steht nur da 14 bis zum nächsten, aber wie viele Karten hat man denn? Das ist schon krass. Das ist schon krass. Hier 46 Karten. Das sind 140 Karten mehr für eine Saphir. Also das ist... Das finde ich wirklich heftig, wenn ich das mal sagen darf. Nicht schlecht, sprach der Specht. Dann gibt's hier ein Pack, 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 Pack und hier gibt's Nikita am Ende. Ihr Lieben, wir machen ein ganz kurzes Pinky-Päuschen und ich will mir was zu trinken holen mit Geschmack. Ich habe irgendwie keinen Bock, hier nur Wasser zu saufen heute irgendwie. Ich brauche was mit Geschmack. Deshalb, wir machen mal ein ganz kurzes Päuschen und dann gehen wir hier rein in das Triple Threat Match und... Ich bin am überlegen, mit wem ich reingehe. Ich wäre ja natürlich übelst gern mit Elba Fire reingegangen. Aber das mache ich jetzt natürlich nicht, weil sie ja hier schon als Gegner ist. Und ich hasse es, wenn Gegner doppelt drin sind. So,
ich sage mal, da könnte man doch jetzt eigentlich mal, obwohl Dakota Kai, die hat ja auch hier vorausschauend und entschlossen wie eine Biene. Also das ist eigentlich entschlossen wie eine Biene. Stech wie eine Biene. Also eigentlich gute Plaketten. Gehen wir mit Dakota Kai rein. Da bin ich ja schon mal gespannt auf den, wenn wir dann das erste Battle Royale Match haben oder so. Triple Threat Bout here with Dakota Kai. Katana Chance and Alba Fire. All three superstars will have to keep their head on the swivel. Oh, double knee face buster. Ich glaube, es geht schon wieder los. You don't get paid by the hour, so nothing wrong with trying to wrap things up. Ach. She's in the ring now. She manages to get control. Oh man, inverted backbreaker. Ow. Taking aim to the back of the neck. Oh man, great. Zack, Fräulein. Impactful display of offense we just witnessed there. Oh. Corey, what are the perils of this match that superstars must be concerned with? Now, this is the type of setting where you must beware of outside interference, because when it's no disqualification, it's not considered interference. It's legal. The match can change in an instant when another individual who is alte Eule, ey, makes their presence felt. That's when a competitor needs to utilize the anything goes stipulation to their benefit and eliminate the mismatch. Oh, from behind. Oh, wow. Frankensteiner. Nice. Ooh, what a forearm club. Enduring some damage. She's far from beaten. Any of these three women could win this. Oh? Kai said warum? Warum? Book leg sweep. Nicely done. And there was some force on that move. Dakota Kai could be it. Gets the shoulder up. Wow. What's it going to take? A truly impressive kick out this late. In the arm, Pele kick. Placing them into the corner. Oh, warum? She kicks out at one. Impressive to not even allow a two count at this juncture. Kriegst du eh ein Ding ab, rollt sich schon wieder raus, ey. No count out as she takes this fight to the floor. Is here no disqualification oder was? Ja, wir tun einfach mal so. Series of reversals. Alba Fire with all the confidence in the world. Setting foot in the ring now. Dakota Kai. The crucifix choke. A couple of knees and then another one, and that'll force the break. Oh, rocking the cranium. Oha. He catches Katana with a counter. Ich mach den Move sehr oft irgendwie. Katana was expecting that. One-handed, just rapid fire kicks. Stopped them in their tracks with a kick to the gut. Oh, wicked kick to the lower back. Triple Threat ist immer ohne Disqualification. Ist das so? Wirst du dir das Resident Evil 4 Remake holen und auf Twitch spielen? Nee, Olli, wäre ich nicht. Wäre ich nicht. A long two and a half in the waning moments of this match. So take things into the ring. Oh, costly error there. Jumping snapmare. What a move. Ach, immer schon wieder der Move, ey. Oh, bam. Oh, ho, ho, ho. Chance. Great time refocusing to
reverse that. Sequencing reversals here. Both superstars clearly studied game tape ahead of time. The end is looming now. Not what you want to see by any means in this match. Dakota Kai. Elbow smash. Oh, targeting the neck. Oh, sei denn es natürlich angegeben, dass es Disqualification gibt. Oh nein, nicht gut! Nicht gut! Ich habe 3 Finisher. Das könnte schon klappen jetzt. Oh, sie wehrt ab! Das hätte man so schön nutzen können. Ah, komm, beweg dich mal ein bisschen, Fräulein. Zweimal hintereinander schon wieder abgewehrt. Oh oh. Dann können wir wieder davon ausgehen, dass ein Finisher nie reicht, um das Match zu beenden. The limits of physical exhaustion are being surpassed at this point. Looking for something, anything under the ring. I have a feeling she has bad intentions for that chair. Leg sweep takedown. Oh man, right to the arm. Hyper extend your elbow. She's starting to drag a little bit. This should come as no surprise. In a havoc-filled triple threat, you're gonna take some big hits. Der Big Boot in der Ecke, das weiß ich gar nicht. Können wir mal gucken. Moves. Coast to Coast. Der Detonation Kick ist stehend vor dem Gegner. Müssen wir uns mal merken mit dem Signature. Aber ich habe hier gerade ein bisschen andere Probleme. Hätte ja klappen können. Das ist nicht gut. Jetzt wird's hier langsam echt interessant. Schamlos ausgenutzt, sehr gut. Sehr gut. Victory coming out on top against two very capable, prepared competitors. I honestly think she just put the rest of the women's locker room on notice with this triple threat match.